Ich bin draußen. Du bist zu laut, du Ja, bist zu laut. ich bin zu laut. Du bist zu laut. Ja. Ich muss runter. Mit was für einer Lautstärke sprichst du denn Ich gleich? verstehe dich nicht. Warum nicht? Ich habe dich nicht mehr auf dem Ohr. Du hast mich nicht mehr auf dem Nee, Ohr. jetzt habe ich dich wieder auf dem Ohr. Ja, das ist, weil ich den Pegel jetzt ein bisschen runterdrehe, weil die Frage ist ja, mit was für einer Lautstärke sprichst du denn? Ja, mit normaler Lautstärke Ist gehe ich das mal jetzt davon aus. deine normale Aber es kann ja auch Lautstärke? sein, dass ich mal lauter werde. Nee, Also wenn mich was ich hoffe besonders ja eben. aufregt, wie Nee, zum Beispiel heute Morgen, ehrlich. ja, mich regt das auf. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen und zur zweiten Folge unseres Live-Podcasts. Michael Grunewald und ich, wir sind heute in Frankfurt in bei der Digi-Konferenz der Bundeszentrale für politische Bildung. Und des Hessischen Volkshochschulverbandes und der evangelischen Familienbildung? Erwachsenenbildung und Erwachsenenbildung. Familienbildung. Genau, Ja. richtig. Ja, und wir haben uns überlegt, da wir heute hier eh schon sind, dass wir zum einen die Themen, die es hier gibt, einfach mal zum Anlass nehmen, unsere persönliche Meinung auch dazu. Und dann haben wir noch so einen zweiten Teil, in dem es auch um Utopien einer digitalen Welt geht. Und hier laden wir auch ein, zu kommentieren und auch mitzuschreiben, wie für euch eine möglichst positiv gestaltete digitale Umwelt oder Welt aussieht. Genau, vor allen Dingen, was so die Themen sind, an denen man ein großes Interesse hat. Genau. Ja, was sind denn so die Themen, worauf du oder wo du Interesse hast, Michael? Worum geht es denn hier? Naja, der Titel der Konferenz heißt ja Die Zukunft, in der wir leben wollen, beschreibt also ein bisschen eine Vorstellung, die man haben will. Und im Rahmen von Digitalisierung gibt es eben hier unterschiedliche Themenstränge, die sich mit beschäftigen mit dem Thema. Und einen Strang finde ich besonders interessant, der sich nämlich gerade im Augenblick hier im Saal beschäftigt mit der Frage der Zukunft der Arbeitswelt. Ich glaube, dass sich die Arbeitswelt natürlich durch die Digitalisierung in ganz vielen Bereichen ändern wird. Vor allen Dingen die Form, wie man zusammenarbeitet, wie man mit anderen arbeitet, aber auch wie über die räumlichen Strukturen hinaus, die es gibt. Die ganze Frage der Industriesteuerung, Anlagensteuerung digitalisiert. Das ist eine sehr spannende gesellschaftliche Frage, weil natürlich auch die Frage nach, was machen wir mit den Personen, die man aufgrund von Digitalisierung nicht mehr braucht. Ja, das ist richtig. Also das ist ein Schwerpunkt. Und dann geht es auch um viele Kompetenzthemen, das heißt Umgang mit Themen der Digitalisierung. Also steht natürlich Datenschutz, Datensammlung, Big Data, Überwachung, aber auch Themen wie Augmented Reality, Virtual Reality, KI, gibt es auch ganz viele Workshops hier. Und sehr interessant ist ja auch die Verbindung, dass es einerseits die Workshops gibt, auf der anderen Seite aber auch ein Barcamp-Format, wo eben die Teilnehmenden sich auch selbst noch mit einbringen können. Ja, es ist also mein Lieblingsformat. Ich muss ehrlich gestehen, ich liebe diese Konferenzen nicht unbedingt, weil die Form von Vortrag ohne Möglichkeit zu diskutieren immer ein Stück weit nur einen Anregungscharakter haben. Aber der eigentliche, sag mal, für mich der eigentliche Bildungsprozess ist ja über das Gehörte auch nachzudenken und mich mit anderen auszutauschen. Das kommt in dem Konferenzformat in der Regel zu kurz. Das stimmt, das stimmt. Das konnten wir gestern ja auch schon feststellen. Also gestern gab es ja auch schon mal zwei interessante Vorträge. Und im Prinzip ist es auch bei den Vorträgen geblieben. Und obwohl die Moderation ja auch auf eine Diskussion ja auch aus war, kam es zu dieser eigentlich auch gar nicht, weil es immer schwierig ist, in einem vollen Saal die Leute mit einem Zuschauermikrofon einfach auch interagieren zu lassen und mit einzubeziehen. Genau, das ist ja so ein Veranstaltungssetting. Man hat vorne eine Bühne, da reden Leute, das sind die geladenen Gäste und der Rest ist ja Zufall. Der ist sozusagen nicht organisiert und die Stimme derjenigen, die da kommen, ist eben immer nur begrenzt auch, ich sag mal, erwünscht aufgrund von zeitlichen Ja, Verpflichtungen, die man hat. genau. Lass uns doch mal ins Programm schauen. Und es geht jetzt ja auch nicht darum, jetzt das Programm der Tagung jetzt auch irgendwie zu präsentieren, sondern wir wollten uns einfach mal für uns interessante Themen rausnehmen und einfach auch mal schauen, wo wir dort Potenzial und auch Inhalte sehen. Du sprachst jetzt gerade schon Veränderung von Arbeit. Inwieweit spielt deiner Meinung nach Digitalisierung hier eine Rolle und auf welchem Weg begeben wir uns oder befinden wir uns?
Naja, ich glaube, wir müssen hier unterscheiden zwischen den Formen der Arbeit. Also einmal hat man ja industrielle Produktionsprozesse, wo an kohlenstofflichen Dingen gearbeitet wird. Ja, ein Auto wird nicht digital hergestellt, aber die ganze Steuerung ist natürlich digital und damit gibt es weitaus andere Möglichkeiten, auch zu arbeiten. Also so etwas wie Just-in-Time-Fertigung, dass du sagst, ja, ich als Kunde bestelle etwas bei einer Firma und die Firma gibt es sozusagen an die Rechnersysteme weiter und die Rechnersysteme steuern den Rest und organisieren die Produktion bis hin zu dem, sag mal, den 3D ausgedruckten Turnschuh, der individuell markiert ist. Ja. Ja, so ein Prozess, Produktion, aber ganz viel natürlich im Bereich von Dienstleistungen. Also wo Leute miteinander kooperieren, wo Leute miteinander reden müssen, wo Entscheidungen fallen, die, ich sag mal, für Bürgerinnen und Bürger transparent auch sein sollten. Die ganze Arbeitswelt, Stichwort ist das papierlose Büro. Das ist ja ein Stück weit Illusion noch. Ja, aber ich würde mir zumindest mehr wünschen. Ja, also was ich natürlich auch merke, was sich jetzt gerade aktuell stark verändert, ist jetzt auch so in der Corona-Debatte oder Thematik, dass der Bedarf an videogestützter Kommunikation und Kollaboration sehr stark zunimmt in meinem Umfeld. Also das heißt einfach auch der Wunsch, ja, Menschenmassen oder Veransammlungen auch zu vermeiden, dass Veranstaltungen gestreamt wird, dass Videokonferenzen stattfinden. Da steigt der Bedarf und der Wunsch einfach gerade ganz enorm. Und ich finde, das ist einfach generell auch ein wichtiges Thema, wo uns die Digitalisierung auch weiterbringt. Ich gebe nur mal so als Stichwort, wir haben ja auch bei uns in der Landeskirche ganz oft das Thema Autofasten. Hast du ja auch von mitbekommen. Und ich finde, zu Recht regen sich dann, ich sag mal, die Fahrerinnen und Fahrer vor allen Dingen in den Landdekanaten dann auch auf, wo man einfach auf ein Auto angewiesen ist, wo man ohne Auto einfach überhaupt nicht mobil ist und nirgends ankommt, wo es auch kaum öffentlichen Nahverkehr gibt. Und da helfen natürlich digitale Systeme, dass man erst überhaupt nicht das Auto nutzen muss, um an einer Besprechung teilnehmen zu können. Genau, da muss man ja auch schauen, das finde ich ja erstmal gut. Ich sag mal, im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist es ja eine Notsituation. Tendenziell wäre es mein Wunsch aber, dass sich die ganze Arbeitskultur ändert. Ja? Das heißt, dass wir grundsätzlich unabhängig von irgendwelchen Epidemien oder Virenverbreitung hinkommen und sagen, wo brauchen wir sozusagen reale Treffen von realen Menschen in realen Räumen und wo können wir Absprachen virtualisieren? Wir tun das ja schon auch am Telefon, wir tun das ja auch Natürlich, in natürlich. Briefformaten. Klar. Das heißt, wir nutzen immer schon Medien, um uns Ja, abzusprechen. aber braucht es nicht deiner Meinung nach auch irgendwie eine extreme Situation so als Kickstart irgendwie, damit ein Prozess erstmal überhaupt initialisiert wird? Weil ich meine, wir fangen ja jetzt erst nicht dieses Jahr an mit digitalen Unterstützungssystemen. Und ich merke einfach, die Reaktion darauf, die ist teilweise einfach sehr verhalten, weil einfach, ich sag mal, traditionelle Arbeitsprozesse sich einfach bewährt haben, einfach nur funktionieren und keine Notwendigkeit gesehen wird. Das ist richtig, ja. Nur die Notwendigkeit entsteht ja nicht nur aus Krisensituationen, sondern die Notwendigkeit, also aus einer dystopischen, ja, alle werden erkranken, ja, sondern die Vorstellung, dass so etwas durchaus sinnvoll sein kann, kann sozusagen auch unabhängig davon wachsen. Es trägt natürlich dazu bei, da Ja. hast du vollkommen recht, ja, dass so jetzt gerade gefragt wird, wie kann man Videokonferenzen machen, weil wir können nicht mehr. Aber es ist natürlich auch aus ökologischen Gründen Natürlich, beispielsweise natürlich, sinnvoll zu sagen, sicher. wir fahren nicht 7 Personen, jeder 300 Kilometer, um uns irgendwo zu treffen. Ja, sicher, klar. Ich meine, das muss man auch einfach mal gegenrechnen. Was ich natürlich in der Arbeit immer ganz oft höre, ist das Kostenargument, wenn es darum geht, Software anzuschaffen, Kameras, Headset etc. Dagegen muss man einfach mal Fahrtkosten auch reden und vor allen Dingen auch Arbeitszeit. Ja, Also ich sag natürlich. mal, wenn ich, schönes Beispiel, im letzten Jahr bin ich für ein 34-minütiges Gespräch ins Dekanat Vogelsberg gefahren und war insgesamt 6 Stunden im Zug. Das Gespräch war wichtig. Einige Gespräche müssen vor Ort stattfinden, die müssen persönlich stattfinden, das ist ganz klar. Und da will ich auch nicht irgendwie die Lanze brechen, auf solche zu verzichten. Aber wenn man die Bilanz einfach mal sieht zwischen, ich sag mal, der Zeit, wo ich unterwegs war, als Arbeitszeit, den Fall der Anschaffung, kommt man ganz schnell auch irgendwie wieder an so einen Punkt, wo man sagt, Technik schafft man sich einmal an, man hat lange davon,
letztendlich ist es günstiger, finde ich. Genau, aber das muss man ja wirklich im Einzelnen betrachten. Also wo ist es sinnvoll, sich tatsächlich zu treffen in Form von, ja, ich Ja. persönlich finde es immer schön, wenn ich beispielsweise in der Gruppe arbeite mit Personen, die ich nicht kenne, die einfach auch mal so Ja, kennenzulernen. sicher, Weil klar. dann gibt es Gespräche in der Kaffeepause oder sonst irgendwas, das sind ja Genau. meistens die interessanten. Ja, und dann zu sagen, alle weiteren Treffen können wir in der Regel auch so Richtig, machen. Wir hatten ja richtig. gestern auch eine Videokonferenz. Genau. Da ist es dann einfach möglich, man kennt sich, ja, man kann an einem Thema arbeiten. Da Genau, macht es dann richtig. durchaus Sinn und ist wahrscheinlich dann auch kostengünstiger, Ja. auf Dauer gesehen, auf jeden Ja. Fall. Zumal wir ja, also es ist ja auch nicht so, dass dann jeder irgendwie vor seinem Rechner sitzt. Also ich meine, wir saßen jetzt auch zu viert bei euch im Zentrum, und mit der entsprechenden Hardware kann man da eben auch ganz gut in der Konferenz teilnehmen. Ja, gut, ich meine, die Veränderung von Alltag, von Arbeit, das ist ein ganz wichtiges Thema. Was ich schön finde, was ja auch aufgegriffen wird, das ist so der Bereich Augmented und Virtual Reality. Das ist ein relativ neues Feld, wo ich aber denke, dass da eine ganze Menge Potenzial auch hinten dran steht. Also vielleicht einmal so zur Unterscheidung, weil vielleicht viele mit den Begriffen auch nichts anfangen können. Augmented Reality, das kennen wir ja eigentlich schon sehr, sehr lange auch durch das Fernsehen. Das ist ja eigentlich, wenn eine natürliche Umgebung, eine digitale Information mit eingebunden wird. Das kennen wir aus Fernsehsendungen, Nachrichten, wenn eine Baubinde mit eingeblendet wird. Das ist im Prinzip auch schon Augmented Reality. Die erste große Praxis oder ja, öffentlichkeitswirksame Lösung war, glaube ich, Google Glasses als Datenbrille, die ja auch irgendwann mal hätte entstehen sollen, wo ich eben in der Brille zusätzliche Informationen zu meiner Umwelt angezeigt bekomme. Und auch so gibt es ganz viele Anwendungen am Smartphone, wo man sich eben zusätzliche Informationen zur echten Umgebung, realen Umgebung einblenden lassen kann. Und bei VR, Virtual Reality, begibt man sich halt eben komplett in eine virtuelle Umgebung, die man eben auch als virtuelle 3D-Umgebung auch wahrnehmen kann und sich darin auch bewegen kann mit Hilfe einer speziellen Virtual Reality-Brille. Wer da nochmal Interesse hat, der kann sich bei Erwachsenenbildung-ekhn.blog in der Mediathek anschauen. Da gab es letzte Woche einen spannenden Edu-Talk mit dem David Rödler zum Thema Virtual Reality im Bildungsbereich. Wo siehst du denn Potenzial für Themen wie AR oder VR für unsere Arbeit? Also ich schätze den Nutzen noch nicht so groß ein. Ja, dazu gibt es, glaube ich, noch zu wenig wirklich gute Anwendungen. Ich weiß zum Beispiel, wir hatten bei uns im Zentrum das Deutsche Rote Kreuz. Das Deutsche Rote Kreuz hat in der Zwischenzeit die Ausbildung von Menschen, die in den Rettungswagen mitfahren, also die Begleiter, umgestellt auf Virtual Reality. Das heißt, sie können tatsächlich in einem Rettungswagen arbeiten mit einer Datenschutzbrille, sind aber gar nicht in dem Rettungswagen. Aber man kann die Schubladen öffnen, man kann ja sozusagen sich orientieren, als wäre man in diesem Rettungswagen. Und das bietet natürlich die Möglichkeit, auch mehrere Leute gleichzeitig zu schulen, ja, Ja. weil 20 Leute gleichzeitig im Rettungswagen ist ein bisschen unübersichtlich. Das ist richtig, das ist richtig. Ja. Ansonsten gibt es natürlich eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten. Ich war auf dem Europäischen Bildungskongress mit einem Workshop zur Augmented Reality. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, die auch entweder im schulischen Kontext oder im außerschulischen Bildungskontext schon genutzt werden können. Ich glaube, da ist eine Zukunft, aber die ist jetzt gerade mal sozusagen am Start. Ja. Hängt natürlich auch mit den Kosten zusammen, also. Natürlich, natürlich. Also ich denke auch, also gerade was Virtual Reality angeht, sind wir noch ganz, ganz am Anfang. Also ich sehe da großes Potenzial, was Barrierefreiheit oder Abbau von Barrieren angeht. Wir haben uns letzte Woche mit VR-Konferenzräumen ja auch beschäftigt, VR-Meetings. Und da gibt es mittlerweile über Alter Space oder Meet in VR eigentlich schon ganz nette Angebote, Konferenzen wirklich in einen virtuellen Raum zu verlagern. Das heißt, ich habe dort Möglichkeiten, die ich sag mal, in meinem realen Umfeld eben nicht direkt habe. Ich muss nicht vor Ort sein. Ich habe trotzdem die Menschen gegenüber. Ich spüre über die Handkontrolle auch den physischen Kontakt. Man kann sich die Hand geben. Das heißt, auf der kommunikativen Ebene findet sehr viel statt. Aber du hast vollkommen recht, es fehlt einfach noch an ausgereiften Konzepten. Aber ich glaube, darum geht es jetzt erstmal noch gar nicht. Wir müssen erstmal diese Technik
als solche fassen. Und diese Technik bietet ja erstmal nur einen Zugang oder ist erstmal ein Medium. Eine Technik ist ja niemals ein Konzept. Und dann liegt es einfach an uns, uns mit dieser Genau. Technik auseinanderzusetzen und Konzepte und Ideen zu entwickeln, wie man das einsetzen kann, wo Potenzial ist oder auch nicht. So sieht's aus. Genau. Bei AR kann ich mich erinnern, wir hatten ja auch mal so ein Edu-Talk zum Thema Augmented Reality. Da ging es ja auch darum, wie man mit einem Smartphone, mit einer App zusätzliche Informationen zu Gegenständen in einem Raum auch schaffen kann. Genau. Genau. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten. Also ich bin jetzt gerade beispielsweise mit einem Gehörlosenverband im Gespräch, es gibt gehörlose Stadtführungen. Ja. Gehörlose, die für gehörlose Stadtführungen machen. Da kannst du natürlich so eine App benutzen und kannst Dinge einblenden, ja, die zusätzliche Informationen bieten. Ja. Ja, ganz, ganz bekannt ist ja dieses Mauer, also die Berliner Mauer ich sag mal, Originalzustand als Augmented Reality eingeblendet, wo man dann einfach sein Smartphone in Berlin an diese Stellen richtet, wo vorher die Mauer stand und im Smartphone dann eben die Mauer auch als solche abgebildet wird. Also ich glaube, gerade auch so im Geschichtskontext ist da ganz viel Potenzial mit drin. Nee, ich war auch beim WDR. WDR hat ja auch so eine 360 Grad Virtual Reality, Ja, Augmented genau, Reality richtig, ja. Anwendung. Ich habe mit der Programmverantwortlichen dort gesprochen. Die machen das zum Beispiel so, dass man in Klassenzimmer Zeitzeugen holen kann. Ja, die werden dort eingeblendet mit einem Sessel, Ja, sitzen auf dem kenne Sessel ich. und erzählen. Ja, das ist natürlich gerade auch gerade im historischen Kontext Ja. mit Menschen, die jetzt, ich sag mal, viele schon ausgestorben sind, Ja. ja, zu sagen, die kann man sozusagen wieder reinholen. Und zwar nicht nur über einen Text oder nicht nur über eine Audiodatei, dass man die Sprache hört, sondern tatsächlich auch den Menschen zu sehen. Es ist eine Richtig. andere Art der Wahrnehmung. Das stimmt, weil je mehr Sinne ja auch angesprochen werden, desto intensiver ist natürlich auch das Erlebnis und der Eindruck. Und wenn ich das Gegenüber auch sehe, auch wenn ich im Prinzip weiß, es ist nur ein virtuelles Gegenüber und eine Simulation, entsteht einfach nochmal ein ganz anderer Eindruck. Da hast du vollkommen recht. Ja, was gibt es denn sonst noch für Themen? Was hat dich denn noch angesprochen? Also was mich auf jeden Fall noch angesprochen hat, das hast du vorhin auch schon gesagt, ist die ganze Frage der Überwachung, Sicherheit. Das ist ja hier in verschiedenen Workshops und verschiedenen Panels ein Thema, nämlich einerseits zu sagen, sogenannte digitale Souveränität. Ja. Also wie können wir uns als Bürgerinnen und Bürger souverän in dieser datafizierten, digitalisierten Welt bewegen? Ja. Als ein Thema, wie können wir sie nutzen? Und wer verfolgt uns wie damit? Also wer verfolgt welche Interessen? Auch das ist ja ein wichtiges Thema, wurde auch gestern angesprochen, dass das ja auch aus der Anfangszeit des Internets stammende, das wird jetzt alles besser und Ja. dient sozusagen der Zivilgesellschaft Ja. von der Technik her, nur von dem Nutzen her und von den Anwendungsmöglichkeiten, sie auch genutzt werden kann zur Überwachung und zur Unterdrückung. Das ist richtig. Finde ich sehr spannend. Ja, weil als wir gestern gemeinsam in der Bahn gesessen haben, nach Frankfurt gefahren sind, haben wir uns ja auch so schön unterhalten. Michael und ich, wir haben immer das schöne die Diskurs zwischen Android und iOS, genau. Und weil viele, ich sag mal, die sich nicht näher damit beschäftigen, wissen ja gar nicht, dass ein Android-Betriebssystem, sobald man es ja anmacht, ganz viele Server kontaktiert. Du hast das auch selber mal ausprobiert Genau. und auch mal die Logdateien, ich sag mal, auch mal kontrolliert, wie viele Server, wie viele Informationen eigentlich nur beim Anschalten schon übermittelt werden. Und vor allen Dingen, Android gehört ja zu Google. Und wenn man einfach mal Googles Hauptumsatz anschaut, wie viele Millionen die im Quartal durch benutzergenerierte Werbung auch verdienen, die eben durch die Analyse von der Smartphone-Nutzung entstehen, kann man sich eben schon denken, dass da ganz viel, ja, Arbeit, ganz viel Geld aber auch hinten dran steckt. Genau, aber es werden eben ganz viele Daten übermittelt, auf Genau. die wir keinen Einfluss haben oder kaum Einfluss haben, zumindest nicht von den Betriebssystemen her, wo man eine bestimmte Kompetenz braucht, Ja. ja, um
dahinter diese Kulissen zu blicken, hinter die Oberfläche. Wir sehen ja in den Smartphones immer die Oberfläche. Richtig, Das richtig. meiste passiert ja dahinter. Also wir Richtig. machen ja sozusagen nur, mach mal das. Was aber das Gerät macht, das bleibt uns in der Regel verborgen. Genau, und das ist ja so ein Punkt, das habe ich auch in dem Smartphone-Entdecken-Projekt ja auch gemerkt. Das ist ein Medienkompetenzprojekt für Menschen über 55, die sich eben ja anhand der eigenen Smartphone-Nutzung mit Digitalisierungsthemen auch auseinandersetzen. Und da war ein Leitsatz einfach, dass diejenigen, die sich autonom und eigenverantwortlich in einer digitalisierten Umwelt oder digitalisierten Welt bewegen wollen, sich auch in ihr auskennen müssen. Das bedeutet, was passiert denn, wenn ich das Smartphone anmache, unabhängig ob jetzt Android oder iOS, was machen Sprachassistenten, wie hören die zu? Das betrifft vor allen Dingen ja nicht nur Android, auch Apple-Geräte, aber vor allen Dingen auch Alexa-Sprachassistenten, die ja auch in ganz vielen Internet of Things-Geräten Genau. eingebaut sind. Und die ja zunehmend in Auf unseren jeden Fall. Alltag reinkommen. Also Genau. wir hatten gestern die Mikrowelle, Ja. die mit Sprachassistenten arbeitet, dann wird es irgendwann die Kaffeemaschine. Und der Punkt ist ja, gesellschaftliche Entwicklung geht dahin, zu sagen, das brauche ich nicht oder das will ich nicht, aber man wird in die Situation kommen, dass man irgendwann auch gar keine anderen Geräte mehr kaufen kann. Das ist richtig. Smart TV ist ja beispielsweise so ein Punkt, wo du sagen kannst, heute fällt es schon schwer, einen Fernseher zu kaufen, der nicht mit dem Internet verbunden werden kann. Das ist richtig. Ja. Also das habe ich auch gemerkt. Ich habe mir vor 2 Jahren was eine neue Soundanlage gekauft, eine Sonos-Anlage, und es gab nur noch ein älteres Modell, was ohne Alexa ausgestattet war. Und jetzt die aktuellen ist über Alexa auch mit eingebaut. Und da weiß ich jetzt auch nicht, man kann die natürlich ausschalten, aber sind die dann halt auch wirklich aus? Ja, das ist ja das eine. Also wir hatten das ja Genau. in unserem Gespräch auch. Also ich als Android, sag mal, Verteidiger jetzt in dem Ja. Augenblick und du als Apple-Verteidiger. Ja, es hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ja, Also sicher. welchen Systemen vertrauen wir eigentlich? Ja. Aber um sozusagen auch zu einer Entscheidung zu kommen, wem kann ich eigentlich vertrauen, braucht es ja Kenntnis über das, was passiert. Das ist richtig. Ja, das Beispiel war ja auch, du benutzt auf deinem Android-Smartphone eine Firewall. Ja, das ist eine App, die kann man sich ohne das Gerät, man nennt es Routen, auch installieren. Und diese Firewall, die kontrolliert ja den Datenverkehr. Das heißt, die sagt jedes Mal, wenn eine App oder wenn irgendein Prozess etwas nach außen kommuniziert. Das ist erstmal schön und gut, aber ich frage mich, woher soll denn ein normaler Mensch wissen, welcher Prozess für was verantwortlich ist? Ich habe mir diese Firewall auch mal auf dem Smartphone angeschaut und ich wusste nachher auch nicht mehr, welcher Prozess zu welcher App gehört. Genau, das ist etwas, was man rausfinden muss Ja. tatsächlich. Das geht mir auch so. Also wenn ich die App aktiviere und bei mir ist sie aktiviert, ja, dann deaktiviere ich erstmal alles. Und dann sage ich, ich brauche jetzt die Bahn-App. Und dann fragt die Bahn-App, ich brauche jetzt aber einen Internetzugang. Darf ich? Und dann sage ich, okay, Bahn-App Das kriegt macht jetzt ja einen Sinn. Internetzugang. Genau. So arbeite ich. Und wenn das dann nicht Richtig. funktioniert, weil ein anderer Dienst ist, dann komme ich dann tatsächlich ins Schwitzen und sage, welcher Dienst müsste jetzt, ja. Der Punkt ist sozusagen, und das ist ja das Grundsätzliche, vertraue ich darauf? Ja? Und ich habe jetzt mal geschaut, also bei meinem Gerät zumindest geschaut oder bei meinen früheren Geräten geschaut, was passiert, wenn ich die eigentlich einschalte? Wohin, ja, also wir kennen das von ET, wohin Ja. sozusagen die Datenströme Telefonier alle nach gehen. Haus, genau. Und das sind mitunter, also ich hatte mal das höchste 52 Server, die angerufen Wow, werden von meinem okay. Smartphone. Ich weiß allerdings nicht, da müssen wir das mal bei deinem Gerät auch mal testen, so ein Logfile erstellen. Was passiert Ja. eigentlich, wenn du dein Gerät einschaltest? Ich, das ist Ja, richtig. dann könnten wir auch gucken, welche IP-Nummern gesurft, Ja, und wohin werden aufgerufen. Daten übermittelt. Natürlich, das Ja. ist auch ein ganz wichtiges Thema, sicherlich. Und ich kann mich noch erinnern, also Apple hat ja im Gegensatz zu Android, und das ist für mich persönlich eine vertrauensbildende Maßnahme, ja auch schon seit Jahren die Funktion bei den Zugriffsrechten, dass man eben nicht nur sagen kann, okay, entziehen und sind da, sondern dass man auch jedes Mal nachfragen kann. Das ist jetzt relativ neu, und dass die Zugriffsrechte nur bei der Verwendung der App gewährt werden. Also dass eben im Hintergrund keine ja, Abfrage von Standort, Adressbuch etc. stattfindet. Und habe dort in diesem Zusammenhang auch letztens mal einen Beitrag, ich glaube auf Heise war es, gelesen,
dass sich, ich sag mal so, diese Big Data Firmen, Datensammelfirmen jetzt im Prinzip da schon beklagen, weil Apple-User sensibler mit dem Thema umgehen, auch öfter sagen eben oder verbieten, dass Daten generell gesammelt werden. Das ist für mich erstmal auch eine Indikation des Vertrauens, wo ich auch eben sage, okay, das ist für mich erstmal positiv zu Auf jeden bewerten. Fall. Was technisch gesehen genau im Hintergrund abläuft, da hast du vollkommen recht, Michael, das weiß ich nicht. Da Genau. bin ich kein Deswegen Programmierer. sage ich ja, also Vertrauen ist sozusagen der Richtig. Ursprung Ja, aller das. Techniknutzung. Ja, nicht nur aller Techniknutzung. Ich glaube, ohne Vertrauen würden wir natürlich auch als kirchliche Mitarbeiter generell Ja, nicht über die aber Runden wir reden ja jetzt gerade mal über Digitalisierung kommen. und Digitalisierung hat ganz viel mit technischen Prozessen zu tun und da, also ohne Vertrauen geht es nicht. Das ist Ja, richtig, genau. und da bin ich auch, und das finde ich auch hier ein Punkt, der fehlt Ja. für mich in der Konferenz, die ganze Frage von, ich sag mal, wie vertrauen wir? Also du Ja. warst von so ein Thema, das für mich auch ganz wichtig wäre, Software, ja, Genau. Open Source Software, proprietäre Software, also Software, die man kaufen kann, Ja. Software, in der einerseits der Quellcode, den ich persönlich nicht verstehe. Niemals. Also ich bin einfach kein Programmierer, kein Techniker, aber ist sozusagen das, was die Software macht, ist das öffentlich einsehbar? Weil Ja. dann gibt es in der Zivilgesellschaft Leute, die kümmern sich darum. Ja? Oder ist es etwas, was eine Firma sagt, ich mache hier Software für euch, stelle die zur Verfügung, aber ihr dürft nicht wissen, was die Software alles macht. Richtig, genau. Ja? Da sind wir wieder bei dem Vertrauenspunkt. Ja, also wir haben jetzt beispielsweise mit WhatsApp so ein großes Thema. Ja. Es gibt bei uns in der Landeskirche ein WhatsApp-Verbot, ja, weil WhatsApp Kontaktdaten ausliest und übermittelt. Ja, die Frage der ganzen Messenger-Dienste beispielsweise, also etwas für mich, wo ich sagen würde, auch für eine zukünftige Gesellschaft wichtig wäre für mich, dass ich eine sichere, gesicherte Kommunikation ermöglichen kann. Ja, aber auf der anderen Seite, ich sag mal, steht dann ja zu dem Vertrauen und der sicheren Kommunikation die Alltagstauglichkeit, weil ich habe durchaus Verständnis für viele Bereiche, die halt eben sagen, ohne WhatsApp wird deren Arbeit nicht funktionieren, weil dort eben die kritische Masse ist und vor allen Dingen ihre Zielgruppe kommuniziert. Und ich meinte, Luther hatte damals schon gesagt, wir müssen dem Volk aufs Maul schauen, ja, und das heißt, der zeitgemäß kommunizieren. Das heißt, wir sind jetzt ja so in diesem Spagat zwischen dem, was wir dürfen, nicht dürfen und was zeitgemäße Kommunikation ist. Wo bewegen wir uns denn da? Genau, aber auch Luther hat ja, ich sag mal, nur einen Teil der Sprache des Volkes übernommen, nämlich das, was sozusagen auch im bürgerlichen Milieu Richtig. gebraucht werden konnte. Das heißt, es sind ja immer Aushandlungsprozesse. Ja? Natürlich. Ich habe immer vollstes Verständnis dafür, wenn Leute sagen, ich brauche das, um mit meinem Klientel zu kommunizieren, weil die kommunizieren nun mal darüber. Ist für mich auch vollkommen in Ordnung, aber für mich gehört dazu, bitte kommuniziert mit eurem Klientel auch das Thema. Ja? Genau, richtig. Weil es gibt ja auch Messenger, die sicher sind. Das ist richtig, Ja? genau. Und dann kann man ja auch versuchen zu sagen, wir könnten das mal ausprobieren. Das sind kostenfreie Messenger, also Signal beispielsweise, kostenfreie Messenger. Ja. Sicher, warum nicht? Ja, also das heißt, es gehört dann eigentlich auch zum unserem Bildungsprozess oder Bildungsauftrag auf der Metaebene zu kommunizieren. Das heißt, nicht nur die Messenger zu nutzen, sondern eben auch darüber zu Genau. diskutieren und ich sag mal über Pro und Contra und einfach zu reden und auch überhaupt das Wissen zu vermitteln, damit diejenigen, mit denen wir arbeiten, selber entscheiden können, ob sie das wollen oder Genau, nicht. es geht ja um einen souveränen Umgang. Autonomie, Und genau. souveräner Ja. Umgang bedeutet für mich auch, eine Entscheidungsgrundlage zu haben, warum benutze ich Das ist was. richtig, genau. Ja? Und das auch als Auftrag. Ich würde niemanden verurteilen, der sagt, ich Ja. nutze das, um mit meinem Klientel zu kommunizieren, weil das machen die. Genau. Ja, an der Stelle möchte ich auch gerne mal, wir haben ja hier ein paar Zuschauer in der Zoom-Konferenz, wir streamen ja auch live über Facebook. Einfach mal die Möglichkeit oder daran erinnern, wenn ihr irgendwie mitdiskutieren wollt, nutzt die Kommentare, schaltet euch per Video mit dazu. Diskutiert einfach mit. Wir nehmen eure Punkte natürlich sehr gerne mit auf. Wir wollen das ja Ganze hier auch interaktiv gestalten und es ist eigentlich auch so ein Ziel, unser Wunsch, dass sich auch mehrere Leute auch beteiligen. Und
Ich glaube, Wunsch ist da, glaube ich, jetzt auch so ein schöner Stichwort oder ein schönes Stichwort, weil gestern ging es ja auch um Wünsche. Gestern ging es auch um Wünsche. In einer der kurzen Anfangsvorträge kam, ja, ich sag mal so, die Meinung, die Beobachtung auf, dass es sehr viele dystopische, zerstörerische, furchterregende, dunkle Vorstellungen von einer zukünftigen Ja. digitalisierten Welt gibt und sehr wenig Vorstellungen davon gibt, wie eigentlich eine positive digitalisierte Welt aussehen kann. Das stimmt. Und Ja. das merke ich ja auch bei Veranstaltungen. Man thematisiert die negativen Aspekte immer sehr gerne. Also gerade was so Datensammlung, Big Data, Kontrolle, Massenüberwachung etc. Ist ja auch angeht. einfacher. Es ist einfacher und ich frage mich auch manchmal, wir hatten vorher bei Corona auch die These, braucht man nicht irgendwie so ein Initialisierungsthema, um überhaupt die Leute dazu zu bringen, sich mit einem Thema zu beschäftigen? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele einfach erst sich mit dem Thema beschäftigen, wenn sie merken, oh, sie sind persönlich betroffen im negativen Bereich. Und dann erst ist die Bereitschaft da, auch ja, sich inhaltlich zu beschäftigen. Ja, ein Kernthema, das fand ich gestern ganz gut, ist, man hat ja Leute auch gefragt, wie stellen Sie sich Genau. eigentlich eine positive, digitalisierte Zukunft vor? Ein ganz wichtiges Element finde ich, und das würde ich auch ganz dick unterstreichen, es darf keine Digital-Only-Lösung geben. Ja, Ja, das richtig, heißt also genau. sozusagen, wenn ich als Bürgerin und Bürger beispielsweise eine Fahrkarte kaufen will, dann muss, mein Lieblingsthema, ich weiß, ja, ich mache das gerne alles online und mache Ja, das gerne digital, verstehe ich. funktioniert aber nicht Verstehe immer, ich, ja. deswegen kaufe ich mir manchmal Papierfahrkarten, aber ich kenne natürlich auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die wollen gar keine digitalen Endgeräte nutzen, die sagen, ich will mir halt eine Papierfahrkarte kaufen. Das muss möglich sein. Das Ja. ist richtig. Fahrkarte ist auch ein ganz tolles Thema. Also als jemand, der auch gependelt ist zwischen Bad Kreuznach und Darmstadt, sind ja zwei Verkehrsverbünde. Es ist nicht möglich, ein digitales Ticket zu kriegen. Doch, beziehungsweise es ist möglich. Dazu muss man aber wissen, zwischen Bad Kreuznach und Mainz, das ist RMN-Gebiet, dort fährt die Flex. Zwischen Mainz und Darmstadt fährt die Hessische Landesbahn im RMV-Gebiet. Es fahren nur Regionalbahnen auf dieser Strecke, keine ICs, keine ICEs. So, wenn ich jetzt ein Ticket kaufen möchte, kaufe ich mir ein Verbundsticket, wo beide RNN und RMV mit drin sind. Ja, direkte Verbindung. Das geht aber nicht digital, das geht nur als Papierticket. Und wenn ich das verliere, die Monatskarte, die nicht gerade billig ist, ist sie halt weg. Ich habe die Möglichkeit, über die Deutsche Bahn-App eine Monats- oder Jahreskarte digital zu kaufen. Dort zahle ich aber knapp 35% mehr. Ich habe das mal ausgerechnet. Ich habe nachgefragt, warum. Und die Bahn sagt, weil ich theoretisch auf dieser Strecke die Fernverkehrszüge nutzen könnte, die dort gar nicht fahren. Genau. Und deswegen muss ich die auch mitbezahlen. Und wahrscheinlich, ich bin mir jetzt nicht sicher, wahrscheinlich hättest du auch noch ein Problem, vom Frankfurter Hauptbahnhof mit der U-Bahn hierher zu fahren, Ja. weil die U-Bahn nicht zur Bahn gehört. Genau, Die gehört richtig. nämlich zum Frankfurter Verkehrsverbund. Richtig. Und da sind wir jetzt ja bei so einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir hatten die Eingangsfrage ja auch gestellt, wie kann für uns denn eine möglichst positive oder eine digitale Utopie einfach aussehen? Und Michael, was wäre denn dein Wunsch? Du fährst ja auch viel mit der Bahn. Also der erste Wunsch tatsächlich wäre zu sagen, es gibt bestimmte Dienstleistungen in unserer Gesellschaft, die andere erbringen, ja, von denen ich mir wünschen würde, man möge sie barrierearm, also Ja. ohne dass man große technische Kenntnisse braucht, Ja. ohne dass man sich stundenlang durch irgendwelche Anleitungen lesen muss, wie etwas zu benutzen ist, dass man relativ einfach hingehen kann und kann bestimmte Dienste nutzen. Wir hatten ja ein Gespräch mit dem hessischen Staatssekretär im Genau, richtig. Digitalministerium, der sagte, es gibt allein im öffentlichen Dienst in Hessen knappe 25.000 Dienstleistungen. Ja, und die sind dabei, diese zu digitalisieren. Ja, da finde ich natürlich, das ist ein richtiger Weg. Das würde für mich zu einer digitalisierten Gesellschaft gehören. Ja, Ja. dass grundlegende Dienstleistungen nicht automatisch only digital, also nicht mehr Ja. digital, aber dass, ich sag mal, für diejenigen, die es wollen, und das werden in Zukunft
meine werden mehr sein. Prognose, werden mehr werden Auf jeden durch Fall. eine jüngere Generation, die digitalisiert aufwächst, einfach bereitgestellt werden. Genau, richtig. Und dazu würde einfach auch gehören, dass man sowas Einfaches wie eine Bahnkarte mit wenigen Klicks, wenn man das möchte, per App sich einfach kaufen könnte oder buchen könnte und dann auch verfügen, darüber verfügen kann. Genau. Das Zweite für mich wäre, ich brauche ja, wir hatten das Vertrauen angesprochen, das heißt, ich brauche ja auch so etwas wie Sicherheit. Ja. Ja, also zu sagen, sichere Anwendung. Ja, es gibt ja, da kommen wir wieder auf das Thema von vorhin und die Veranstaltung hier, es gibt ja eben, ich sag mal, Apps, kleine Programme auf den Smartphones, sag jetzt mal Taschenlampen-App, die Unmengen von Daten abgreifen. Ja. Aber es gibt ja auch eine Taschenlampen-App, die nur wirklich das Licht anmacht. Ja. Genau. Da wünsche ich mir, das wäre sozusagen meine Forderung an die Zivilgesellschaft, aber auch an den Staat, zu sagen, wir brauchen für ganz grundlegende Prozesse, brauchen wir auch sichere Umgebungen. Ja. Das ist richtig. Wo transparent ist, was mit den Daten passiert und vor allen Dingen, wem sie auch gehören, also wer darüber verfügen kann. Wem gehören die Daten? Ja, wer kann darüber verfügen? Ja. Wir hatten letzte Woche ja noch auch so ein bisschen Ländervergleich gemacht und da finde ich, wie gesagt, hat Estland in der Tat auch eine Vorbildfunktion, weil da einfach gesetzlich geregelt ist, die Daten gehören dem Bürger und der Staat ist haftbar zu machen. Da kann haftbar gemacht werden, wenn irgendwie was mit den Daten gemacht wird oder die abhanden kommen. Das ist eine klare Regelung. Ja. Also ich hatte gesagt, Neuseeland, ja. Genau. Wenn du als Neuseeländer dein Auto verkaufst und meldest es um und die neue Person meldet es an, geht online, dauert 5 Minuten. Genau, Da brauchst du richtig. keine Zulassungsstelle. Ja. Was für mich persönlich noch zu einer Utopie gehört, ist natürlich auch der Zugang zu Informationen. Wir hatten gestern auch so ein bisschen das Gespräch, es war in der Moderation wurde das nochmal genannt, dass es andere Länder gibt, in denen die Verfügbarkeit von öffentlichen WLAN-Netzwerken wesentlich besser ausgebaut ist als in Deutschland. Mein Gedanke war, wenn wir ein vernünftig ausgebautes 4G-Netz, also Mobilfunknetz mit zeitgemäßen Tarifen hätten, bräuchten wir eigentlich gar keine öffentlichen WLAN-Zugänge, weil dann jeder einfach mit seinem Smartphone Zugang zu den Informationen hätte. Einer der Anbieter hatte ich ja schon gefragt, wie das denn für dich aussehen würde, preislich. Richtig, richtig. Der hat ja natürlich auf Twitter wieder rumgemeckert, wie es sich so schön gehört. Und O2 hat sich dann auch direkt gemeldet. Schöne Grüße an den Twitter-Support. Genau. Wie denn sowas aussehen würde. Und ich glaube, so ein erster Schritt, das wäre erstmal eine Vereinfachung dieser ganzen Tarife. Also wenn ich das zum Beispiel sehe, weil O2 sagt natürlich, wir haben das ja. Ich sagte, ja, freier LTE-Zugang. Ich habe auf der O2-Seite nachgeguckt, habe gesehen, okay, in dem Tarif gibt es nur 2 Mbit im Download, in dem Tarif nur 10 Mbit im Download. Dann gibt es einen Full-Tarif ohne Begrenzung und dann gibt es irgendwie Tarife auch mit Datenautomatik bei anderen Betreibern. Dann gibt es irgendwie noch diese LTE-Max-Funktion und keine Ahnung was. Da blickt doch kaum noch einer durch. Ja, also ich meine, ideal und wünschenswert wäre doch einfach ein unlimitierter LTE-Zugang mit, ich sag mal, mindestens 50 bis 100 Mbit im Download. Ja, das würde ja auch zusammenpassen. Also es gibt ja die Digitalisierungsstrategie der Genau. Bundesregierung, es gibt die Digitalisierungsstrategie in den Bundesländern, auch in Ja. Hessen, ja, die ja dafür sorgen wollen, jetzt bis, ich glaube, 2025, dass alle zumindest so eine Standardleitung haben, mit der man ganz gut arbeiten kann, sage Genau, ich mal so. richtig. Ja. Das wäre sozusagen ein. Nur das andere ist natürlich auch privatrechtlich organisiert. Das heißt, das sind ja Firmen. Das ist ja Richtig, nicht der richtig. Staat, der das Nee, anbietet, nee, sondern nee. das sind ja Firmen, die durch den Staat sozusagen beauftragt werden, diesen Ausbau voranzutreiben, ja, Genau. und gleichzeitig aber auch ihre Geschäftsmodelle verwirklichen. Ja, in anderen Ländern gibt es auch andere Möglichkeiten, ja, zu sagen, es gibt ja auch öffentliche Netze, Genau. die man nutzen kann, wo man überhaupt keinen Zugang braucht. Ja. Ja, aber wie gesagt, so, wir wollen ja über Utopien reden und nicht, warum sie nicht Ja, funktionieren. aber ich bin durch Neuseeland gefahren, du fährst in jede Ortschaft, Ja, ja, richtig. und du hast Netz. Ja, eben. Gleiches Passwort, 8 mal die 8. Du Ja. brauchst es nur einmal einzugeben und fährst da durch und hast Ja. immer Verbindung.
Ja, entweder das oder wie gesagt, du hast halt, ich sag mal, einen anständigen Mobilfunktarif, wo du überall Empfang hast, überall Download hast, also auch eine gewisse Downloadrate hast, ohne irgendwelche Beschränkungen. Also ich meine, es finden so viele Diskussionen gerade statt über Netzneutralität, also gerade im Zusammenhang von Speed-on-Optionen oder Optionen von Telekom und Vodafone, wenn bestimmte Dienste einfach nutzbar sind, ohne aufs Datenvolumen anrechenbar sind, da finden Diskussionen statt, die Gerichte entscheiden dann wieder anders. Das Ganze könnte man sich einfach sparen, wenn wir All-in-One-Tarife irgendwie hätten zu einem anständigen Preis. Anständiger Preis. Anständiger Das Preis. ist letztendlich privatwirtschaftlich geregelt, die Preisgestaltung. Das ist Ja, richtig. Aber gut, ich habe jetzt ja meinen Wunsch geäußert, also ja. Telekom, Vodafone, O2, 1 und 1, ihr habt es gehört. Ja, also das Jahr ist noch jung, ihr habt noch ein bisschen Zeit, das umzusetzen und ich bedanke mich schon mal recht herzlich. Schön. Vielleicht klappt's ja. Ein anderer Punkt, den ich noch ganz wichtig wäre Ja. für so eine positive Utopie, wäre eigentlich das, was du auch ein bisschen angesprochen hast, nämlich die Bereitstellung von Informationen. Ja. Es gibt ja ganz viele Informationen, die beispielsweise aus öffentlichen Geldern finanziert werden, also von unseren Steuergeldern, Genau. werden Informationen aufgearbeitet, bereitgestellt, aber nicht zugänglich gemacht, ja, sondern bereitgestellt nur bestimmten Personengruppen. Genau. Das sind also intransparente Geschichten. Da Das ist würde ich richtig. mir auch in einer digitalisierten Welt, wo das möglich ist, eine größere Transparenz wünschen. Warum müssen, ja, ich sag mal das, was wir hatten es gestern mit Frag den Staat Genau, richtig, beispielsweise, richtig. dass man Anfragen an den Staat richtet. Ja, wie sieht es aus mit den Gutachten, die ihr Richtig. mit Steuergeldern bezahlt reingeholt habt? Können wir die mal sehen? Die sagen, nö, dürft ihr nicht. Ja. Ja. Genau, nee, das stimmt, das gehört natürlich Ja. auch dazu. Da auch nochmal wirklich zu schauen, ja, eine Gesellschaft, die ja sehr stark auf dem Austausch von Informationen beruht. Wir haben ja heute ganz viele Entscheidungen im politischen Bereich, die nur daraus resultieren, dass man bestimmte Informationsspektren bedient und sich Informationen holen kann, dass man da auch als ganz normale Bürgerinnen und Bürger Partizipation teilhaben kann, ja, Ja. indem man zumindest die Informationen kennt. Man kann natürlich dann nicht abstimmen, das wäre sozusagen ein nächster Wunsch, dass man digitale Mitwirkungsmöglichkeiten hat, Ja. ja, über eine Online-Petition an den Bundestag hinausgehend, ja, dass man Mitwirkungsmöglichkeiten hat, die eben auch mit digitalen Werkzeugen gestützt stattfinden kann. Das ist richtig. Ja, gut. Gibt viele Utopien. Auch hier wieder einfach, wenn ihr noch Utopien habt, Ideen oder Wünsche, einfach, genau, wir erfüllen sie alle Ja, nicht. zumindest ja, zu wissen, es gibt ja Ansätze, die Ja, arbeiten daran. Also wir alle richtig. kennen Firefox als Browser Das ist richtig, ja. beispielsweise, zu sagen, ja, das ist eine Software, die sagt, wir wollen eigentlich ein freies Internet, wir wollen ein nicht kommerzialisiertes Internet, Genau. ja, neben allen kommerziellen Angeboten, die es gibt, aber so Dienste wie eben Firefox als Browser oder wie Signal als Ja. Messenger-Dienst, ja. Es gibt ja diese Zivilgesellschaft auch in dem technischen Bereich, die genau sagen, wir wollen das. Genau, richtig. Ja, wir Also wenn wollen ihr das und wir nicht. wollen das auch transparent machen, indem wir beispielsweise die Software öffnen. Genau. Ich habe noch den Wunsch, dass wir das Thema Medien, Digitalität, Digitalisierung nicht mehr als Modeerscheinung in der Gesellschaft oder als, ja, ich weiß nicht, ob das noch als vorübergehendes Phänomen bezeichnet Manche wird, wünschen es, glaube manche ich. wünschen es, genau, sondern dass es einfach ernsthaft, ich sag mal, als Querschnittsthema in dem Bildungssektor, also vor allen Dingen auch im schulischen Bildungssektor verankert wird und dass eben nicht nur Infrastruktur geschaffen wird. Wir haben ja, was weiß ich, immer wieder Projekte, dass Gelder zur Verfügung gestellt werden und dann werden Tablets gekauft, dann werden Smartboards gekauft und alles Mögliche und keiner weiß irgendwie, wie man damit umgeht und irgendwie Lehrkräfte, ja, die Engagierten, die arbeiten sich in ihrer Freizeit in das Thema ein, entwickeln ganz tolle Konzepte. Da gibt es auch sehr viele Menschen, die tolle Ideen haben, aber es fehlt mir irgendwie so eine bodenständige Verankerung von dem Thema Digitalisierung, Digitalität, Medienkompetenz im Bildungsbereich. Und das würde ich mir einfach wünschen, eigentlich für alle Menschen, alle Ausbildungsgänge für Leute, die mit Menschen arbeiten.
Ja, kann ich dir einfach Danke. uneingeschränkt zustimmen. Das Das finde ich nett von dir. Dankeschön. wäre So, auch. dann ist das auch abgehakt. Also, wir haben jetzt ab nächsten Plan haben wir genau Medienkonferenz. So, ihr habt es gehört in den Kultusministerien, genau, das ist unsere Wunschliste. Ja. Okay, schön. Ich glaube, so viel erstmal zu den Utopien. Ich Genau, denke auch. denk auch. Muss es auch nicht übertreiben Nein, wir und. werden ja auch einzelne Themen wahrscheinlich dann in Zukunft auch nochmal Auf aufnehmen. jeden Fall, auf jeden Fall. Richtig, richtig, richtig. Und vor allen Dingen, ja, inhaltlich werden wir es aufnehmen. Wir werden auch nochmal über Technik und mediale Umsetzung auch reden, über Konzepte und Ideen. Genau. Und da sind wir mit dem Projekt ja auch im Prinzip live dabei. Auch die Frage, die ich jetzt im Blog angefangen habe Richtig, aufzunehmen, nämlich ja. Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Genau, Ja. da kann ich auch Ihnen nur empfehlen, wir haben ja nicht nur, wie gesagt, diesen Live-Podcast, schaut mal unter gedankenflimmern.de vorbei. Der Michael veröffentlicht dort einmal pro Woche interessante Artikel, die natürlich einerseits auf die Podcast-Folgen hinarbeiten, aber auch nochmal andere Aspekte inhaltlich aufgreifen. Sehr interessant, lohnt sich da mal ein Blick. Finde Genau. ich auch. Findest du auch? Finde ich auch. Ja, Und es findest du gibt auch. auch zukünftig vermehrt Leute, die neben mir auch Artikel schreiben wollen, die aus den Fachbereichen kommen. Ja. Ja, also Konzeptwerk Neue Ökologie, Neue Ökonomie, die sich mit Ja, die ja, Bits- und Bäume-Konferenz vorbereitet hatten. ja. Anja Höfner wird mal einen Artikel darüber schreiben. Das ist schön. Oder mein Kollege Lukas Sparlinger, Ja. der im Prinzip in der Politikberatung ein Auge Ja. drauf wirft, was Digitalisierung angeht. Klasse. Freue ich mich drauf. Annika mit politischer Jugendbildung. Sehr schön. Also sehr breit aufgestellt. Wir freuen uns. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr noch Ideen habt, einfach per Kommentar, per Mail, per Nachricht rein. Wir nehmen immer alles gerne auf. Gut, Ja, dann würde ich sagen, Michael, können wir uns in das Konferenzgeschehen mischen? auf jeden Fall. Rückblickend vielleicht nochmal oder ergänzend, wir wollten uns ja nochmal bedanken bei dem Jan Witzer vom Sächsische Verhältnis Podcast. Das Genau. stimmt. Genau, der Jan, der war nämlich einer der zahlreichen Zuschauer beim letzten Mal und hat uns auch ganz tolles Feedback hinsichtlich Audioqualität und technischer Ausstattung gegeben und uns ja in einer anschließenden Zoom-Konferenz auch nochmal beraten. Und da nochmal, Jan. Ja, vielen Dank. Wir haben Genau. die Technik angeschafft, die du uns empfohlen hast und sind sehr zufrieden. Genau, und wenn es jetzt nicht klappt, liegt es am. Ja. So ist es auf jeden Fall. Fantastisch. Gut, in dem Sinne wünschen wir alles Gute. Im Blog finden sich die nächsten Termine. Ansonsten nochmal der Hinweis. Genau, jetzt muss ich nochmal ganz schnell spicken hier. Genau, am 20. März gibt es den neuen Edu-Talk hier im gleichen Zoom-Kanal mit Mr. Wissen to go, dem Mirko Drotschmann zum Thema YouTube als Bildungsmedium. Also seid natürlich auch herzlich eingeladen. Und die nächste Gedankenflimmern-Episode, wann haben wir die denn? Ich glaube, wir haben die am 1. April. April, April. Ja, super. Ja. Das stimmt. Wir sind diesmal nämlich nicht am Freitag, sondern die kommt mittwochs am 1. April. Das ist richtig. Deswegen habe ich es auch nicht direkt gefunden, weil wir beide nämlich freitags so unterwegs sind, dass wir da nicht können. So ist das. So ist es. Also, in dem Sinne, Passiert uns auch mal. passiert uns auch mal, genau. Also, in dem Sinne wünschen wir euch alles Gute und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.